Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. Und bevor wir anfangen, wieder mal ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die das letzte Video bewertet haben. Bedeutet mir viel, finde ich geil. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir haben das letzte Mal hier angefangen, die Aurora zu plündern. Und hier irgendwo gab es doch mal was. Moment. Erstmal den guten alten Krebs. Aber hier gab es irgendwann mal das Lagermodul. Ach, da ist es. Da ist es. Das liegt jetzt hier nicht mehr auf dem Boden, sehe ich gerade. Sondern es ist hier drin. Alles klar. Ja, Knut. Dann halt so. So. Also, was machen wir? Wir plündern jetzt heute hier natürlich weiter. Und rein hypothetisch. Ich weiß nicht, ob es passiert. Daher werde ich jetzt da ein bisschen bescheißen. Aber rein hypothetisch kriegt man irgendwann mal im Verlauf des Spiels mittlerweile eine Nachricht. Ich glaube aber, das passiert erst, wenn die Kanone deaktiviert ist. Mit dem Türcode für die Captain's Kabine. Aber da ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das schon hier im Stable drin ist oder ob das immer noch nur im experimentellen Modus ist, habe ich mir mal jetzt einfach mal schnell den Code rausgesucht. Und ja, wir gehen jetzt auch ohne Nachricht rein. Sollte die Nachricht nachher kommen, ja, dann waren wir halt schon drin. Wäre jetzt auch nicht die große Dramatik, würde ich sagen. Nährstoffblock und noch einer und noch einer. Und Wasser gibt es hier doch auch Unmengen. Bilde ich mir das ein oder haben die das hier? Haben die jetzt hier mehr trinken und essen als früher? Schaut doch fast so aus, oder? Interessant, bei Essen habe ich 106. Aha, ich bin ganz schön satt. Oh, den nehme ich auch mit. Das Zeug ist halt einfach Premium für Reisen. Und das ist noch eine große. Sehr schön. Aber ich glaube, sonst war es das hier. Jo, das war's hier. Ein weiterer Feuerlöscher wäre jetzt echt mal eine feine Sache. Aber ich glaube, da habe ich Pech. Ich glaube, fast habe ich Pech. So, PA. Das Tagesmenü. Naja, wer sich das jetzt hier gerne nochmal durchlesen will, der kann das natürlich gerne tun. Ich habe darauf jetzt eher weniger Lust. So, Feuerlöscher, perfekt. Und dann schmeißen wir den leeren hier weg. Ja, coole davon, du bist frei. Den haben wir schon und sonst, glaube ich, gibt es jetzt hier auch nichts mehr, was nennenswert wäre. Ja, ein bisschen Feuer, komm schon. Hab dich halt nicht so, dass du immer so rumpussien musst. Schaut gut aus. Dann gehen wir mal hier lang. Und das gute alte Einzelbett. Nein, das wollte ich nicht. Böse Tasche. Ich wollte sie eigentlich nur aufmachen. So, die ist leer. Jetzt passt mal auf. Immer noch 9, oder? Eins. Die hat 9 Slots, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und braucht 4. Die haben das tatsächlich angepasst. Passt mal auf. Jetzt passt mal auf, Leute. So. Tasche ist nicht leer, kann nicht aufgenommen werden. Ach. Suck my balls. Okay, dann halt nicht, dann bleibst du hier. Das würde ich gerne haben. Die sind aber alle leer. Ja, dann halt nicht, wie gesagt. Ich dachte, das wäre jetzt richtig Premium geil, dass ich quasi hier so Subraumtaschen hätte. Kabine 1, dafür haben wir doch den Code. Datenbank Code 1869. Jo, läuft. PDA.
Also ihr kennt die Geschichte mit dem Lesen. Einfach kurz Pause drücken, lesen und gut ist. Aber den Rest, außer das Wandregal, haben wir hier schon. So. Kappe. Plüschtier. Ja, scheiß drauf. Nimm halt kein Wasser mehr mit. So, und das ist die Captain's Kajüte. Und wie gesagt, ich habe jetzt mal ganz hinterhältig mir den Code rausgesucht. Das ist 2679. Wie gesagt, rein hypothetisch müsste eine Nachricht damit kommen. Und ja. Aber ich weiß nicht, ob sie kommt. Daher gehen wir jetzt einfach mal so rein. Moment. Das kommt auf jeden Fall mit. Eine Aurora-Miniaturfigur. Aber sowas von. Und das Poster hier kommt ebenfalls mit, wenn ich es mitnehmen kann. Kann ich das mitnehmen? Ne, kann ich nicht. Schade eigentlich. Warum kann ich das nicht mitnehmen? Dann halt nicht. So, was haben wir hier? Das dürften die wenigsten kennen. Geheim. Logbuch des Captains. Geheim. Also, wer es lesen will, kurz Pause drücken. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, Leute. Das hier. Datenbankkonsole. Und zwar Neptun-Rettungsrakete. Startplattform, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Also damit haben wir, glaube ich, den Bauplan für die Rakete. Oder zumindest das Fundament, da die Startplattform. Ja, die können wir auf jeden Fall bauen. Wie gesagt, gucken wir mal. Sonst gab es hier nichts, aber, das kann ich jetzt wieder mitnehmen. Gut, da kommen wir her, dann gehen wir noch hier lang. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Poster. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. I hear what you're saying, and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? To zero. You're dumping me. I'm changing the terms of our relationship. How is it still a relationship if we don't see each other? It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you. And I'm happy for all the guys in the Prawn Bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change our arrangement. Aha, interessant. Kannte ich so jetzt, glaube ich, auch noch nicht. Das Poster würde ich auch gerne mitnehmen. Hey, komm, wir hauen uns jetzt hier Wasser. Wir überwässern uns jetzt quasi. Also die Poster würde ich schon gerne mitnehmen. Ist da irgendwas drin, was nennenswert war? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Eine Batterie sehe ich auf jeden Fall. Ja, ihr kennt das Spielchen. Und so. Also bis dahin hat man es vorher gesehen. Tja, was nehme ich jetzt mit? Batterie oder Wasser? Ich habe so viele Batterien. Eigentlich brauche ich echt keine mehr mitnehmen. Irgendwie bin ich hier gerade gefangen. Die ist leer. Wieso sind diese ganzen Taschen leer? Das fände ich viel cooler, wenn die voll wären. Aber zu scannen gibt es dann nichts. Und ich glaube, in Kabine 5 kann ich gar nicht rein. Naja, Wasser haben die hier aber schon viele. Was ist das hier? Ein Altera-Handbuch, oder? Kann ich aber nicht mitnehmen.
Ja, ein Poster. Und weg. Das war ganz strange. So. Ja, ich hätte ja noch mal eine Batterie. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Aber gut, ich glaube, damit haben wir fertig geplündert, Leute. Ich glaube, damit war's das. Ja, damit war's das. Geile Sache. Ey, diese... Signale, die sind so penetrant. Das ist echt brutal. Aber gut, dann können wir uns jetzt hier echt verkrümeln. Ich glaube, wir müssen da hinten irgendwo ins Wasser. War das nicht hier irgendwo oder war das jetzt wieder auf der anderen Seite? Ich bin da jedes Mal ein bisschen verwirrt. Wahrscheinlich war es auf der anderen Seite. So. Und hier irgendwie so längs und hier so und ja. Wir sind wieder so gut wie bei unserem Möttchen. Ja, ich hätte jetzt auch den langen Weg nehmen können, aber hey. Braucht kein Schwein. Nee, ich muss aber hier lang. Und zwar... Genau. Genau so. Ja, perfekt. Sind wir wieder draußen. Und es ist sogar Tag. Was will man mehr? Meine Mod ist auch noch da, aber bevor wir jetzt weitermachen, save ich mal. Weil ich jetzt keinen Bock, den ganzen Stuff zu verlieren, nur weil hier vielleicht irgendwo ein Reaper denkt, drum reapern zu müssen. Was ja durchaus sein könnte. Rein damit. Ich habe das gerade gedroppt, oder? Ja. Das passiert mir für meinen Geschmack echt zu oft. Frachtmodul. So, und... Keine Ahnung. Irgendwie so. Ich könnte jetzt noch Sachen holen, aber... Welcome aboard, Captain. Scheiß die Wand nicht an, oder? Echt kein Bock. Schauen wir, dass wir hier wegkommen. Schauen wir, dass wir hier wegkommen. Ohne Kontakt mit dem Reaper. Denn wir sind momentan noch komplett verteidigungsunfähig. Und dann wäre ich echt zufrieden. Schaut aber gut aus. In der Rettungskapsel da links, da waren wir bereits. Und es gibt jetzt echt noch sack viele Rettungskapseln, die wir uns eigentlich noch angucken könnten. Die 2er, die 13, die 19. Die Degasi Base könnten wir auch mal runter gucken. Ist doch noch einiges da. Aber okay, ich glaube, aus der Reaper Zone sind wir raus. Ich glaube, das haben wir tatsächlich geschafft. Kenne ich dich schon? Ja, kenne ich dich schon. Also per se kenne ich dich schon, das ist mir schon klar. Aber waren wir schon hier? Schaut fast so aus, würde ich sagen. Ich guck mal kurz rein, ob noch irgendwas... Nö. Da lang. Da waren wir schon drin. Und tot. Die überfahren, das finde ich immer noch super. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Beide überfahren. Das ist immer noch echt herrlich. So. Home sweet home, Leute, sag ich nur. Perfekt. Machen wir unsere Taschen leer. Irgendwelche leeren Batterien? Nö, reicht nicht. Crafted. Und
kriege ich hier eigentlich mehrere nebeneinander hin? Tatsache. Tatsache, da gehen mehrere nebeneinander hin. Super. Richtig schön zukleistern hier. Und eins haben wir noch und eins haben wir noch und das tun wir hier. Perfekt. Gut. Das Messer wieder auf den 1er-Slot. Der ist voll Magnetit. Ich bräuchte fast nochmal einen Schrank. Für Crafted. Und zwar machen wir den direkt hierher. So, also so viele Batterien brauche ich mit Abstand nicht. Taschenlampe, soll ich die mitnehmen oder nicht? Eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich die nicht. Ich glaube, das ist alles, was ich brauche. Ich glaube wirklich, mehr brauchen wir nicht. Allerdings wird mir eine Sache erzählt. Haben wir neue Nachrichten eigentlich? Nö. Wir haben doch dieses neue coole Regal gekriegt. Wo ist es denn? Wo ist es? Das hier. Weil das finde ich schon Premium. Das will ich mir bauen. Zwei Titan. So. Und das tun wir zurück. Denn das finde ich schon ziemlich geil. So. Und zwar würde ich das hier gern hierher. Und dann nehmen wir uns da noch ein bisschen was da raus. Und zwar das und das und das. Und das Modell würde ich tatsächlich gerne kann ich jetzt hier nicht in den Schrank tun. Das Geile ist ja, man kann ja drehen. Das geht ja per se. Allerdings, wenn ich das Mausrad hier drehe, wechselt er mir das Equipment. Ach komm, leck mich am Arsch, dann kommt's halt. Ganz so war das jetzt nicht gedacht. Dieses Spiel. So. Wenigstens die kann ich hier reintun, aber die würde ich halt auch gerne. Moment. Nö, geht nicht. Ach, das ist doch echt kacke. Das ist doch echt kacke. Ne, ernsthaft. Dass das Drehen hier so ätzend gemacht ist. Ja, dann bleib halt so. Allerdings, das Kuscheltier kommt ins Bett. So. Perfekt. Ja, jetzt ein Spielzeug und ein Kuscheltier. Was will man mehr? Gut. Wieso habe ich jetzt eigentlich noch zwei Titanen im Inventory? Ich habe doch das Regal gerade gebaut. Hat das jetzt nichts gekostet oder hatte ich jetzt zu viel? Oder hä? Ich bin verwirrt. Aber okay, verwirrt bin ich öfters. Aber meine Freunde, ich würde sagen, das reicht wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.